Herzlich willkommen, Geolina. Du bist heute Morgen mit dem Zug von wo angereist? Köln. Aus Köln, okay. Das ist eine recht lange Fahrt. War die Zugfahrt gut? Das Internet hat nicht funktioniert, ansonsten war es gut, ja. Ja, das ist eigentlich schon ganz typisch für eine Wikipedia-Autorin. Auch Wikipedia-Autoren sind natürlich vom Netz abhängig. Es ist die digitale Enzyklopädie und ich freue mich, Geolina, dass du dir Zeit nehmen konntest, trotz deiner beruflichen Verpflichtungen, heute hier bei Zugang gestalten zu sein. Seit wann bist du bei Wikipedia eigentlich dabei? Also ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 12, 13 Jahre dabei, wobei meine erste Zeit dann eher nicht so richtig mit Artikelschreiben verbunden war, sondern da war ich so der klassische, oh, ich habe einen Fehler gefunden und das müssen wir jetzt korrigieren. Ich habe richtig, richtig lange gebraucht, um meinen ersten Artikel zu schreiben. Ich war total unsicher und gehöre auch zu denen, die damals wirklich auf einen Mentor zurückgegriffen haben, weil ich totale Ehrfurcht hatte vor dem Medium Enzyklopädie. Ich hatte Angst, einen Fehler zu machen, aber das hat sich relativ schnell gegeben. Und das, obwohl du ja nicht zu der Gruppe der Digital Natives unbedingt gehörst. Das kann ich so unter uns durchaus sagen, oder? Nee, nicht wirklich. Also was mich eigentlich wirklich richtig fasziniert hat, also das war gerade in der Anfangszeit so, man hat editiert und hat gespeichert und beim nächsten Aktualisieren war mein Eintrag in der Enzyklopädie drin. Ich komme halt aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Wenn man da publiziert, muss man in der Regel Reviews hinter sich bringen. Teilweise hat man eine Idee 5 Jahre vorher gehabt und sie ist immer noch nicht publiziert. Also dieses schnelle Publizieren, das schnelle die schnelle Verfügbarkeit des Wissens und der Daten, das fand ich unheimlich spannend und das finde ich auch heute noch toll. Okay, ich möchte das nur noch mal betonen. In der Wikipedia schreiben ja, ich glaube, es sind über 18.000 Autoren zurzeit registriert in der Wikipedia, aber so richtig, richtig aktiv, so mit 100 Edits im Monat, sind es zwischen 500 und 600, ist das richtig? Und du bist eine von diesen 500 bis 600 Autorinnen. Das wechselt immer mal, aber so der harte Kern, das sind in der Regel auch die Leute, die sehr gut vernetzt sind und das ist auch ein großer Teil der Leute, die also nicht nur online schreiben, sondern die sich eben auch regelmäßig treffen. Wir machen halt relativ viele Veranstaltungen, das können Fototouren sein, das können aber auch Editathons sein und seit einigen Jahren besuchen wir ja auch eben Museen, wo wir uns thematisch mit einem Thema befassen und anschließend sowohl das fotografisch als auch textlich aufarbeiten und das hat, glaube ich, die Community sehr zusammengebracht. Also, dass man sich kennenlernt, das hat auch den Zugang zu den einzelnen Institutionen sehr erleichtert, dass da nicht so einer mit so einem ulkigen Benutzernamen gekommen ist und sagt, ich möchte bei Ihnen mal fotografieren, sondern dass wir also praktisch durchaus ähnlich, wie man es in der Wissenschaft kennt, also mit einem Programm dort, mit einer Vorbereitung und einer Nachbereitung dort in die Institutionen gegangen sind. Genau, heute geht es uns hier auf dem Panel ja nicht so sehr um Wikipedia und wie man in der Wikipedia editiert, sondern uns geht es tatsächlich um das Phänomen der Community. Das müssen nicht unbedingt Leute sein, die ehrenamtlich etwas tun, also ohne Bezahlung. In der Wikipedia ist das in der Regel der Fall. Die meisten, die in der Wikipedia editieren, bekommen dafür kein Geld und sind in ihrem wahren Leben oder in ihrem Parallelleben anders tätig. Ja, ich wollte nochmal die Gelegenheit nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass wir haben viel Zeit heute für das Podium. Das heißt, wir möchten nicht nur erst ganz am Ende ein paar Fragen zulassen, sondern wir möchten möglichst ganz häufig mit dem Saal debattieren und Wikipedia ist ja doch eins der großen Community-Projekte, das jeder kennt. Das gibt es seit 2001 in 285 Sprachen in Deutschland mit genau, ich habe es gestern nochmal nachgeschaut, 18.612 aktiven Usern, die also in den letzten 30 Tagen aktiv waren, mit fast 2 Millionen enzyklopädischen Einträgen. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass es hier im Publikum Menschen gibt, die auch Wikipedianer sind. Ich würde daher einfach mal bitten, wer mag denn die Hand heben und sagen, ich bin auch dabei, ich mache regelmäßig mit. Okay, ist zwar noch eine Minderheit, nächstes Jahr sind es vielleicht wieder ein paar mehr, wunderbar. Gibt es jetzt direkt an Geolina und zur Wikipedia kurze Verständnisfragen, bevor wir dann unseren nächsten Gast begrüßen? Das ist erstmal nicht so. Dann freue ich mich jetzt als nächstes, Barbara Thiele vom Jüdischen Museum begrüßen zu können. Aber komm erstmal hier rüber, weil das funktioniert. Ja. Komm doch erstmal rüber. Barbara Thiele, du bist jetzt seit fast einem Jahr, Januar, Leiterin der Abteilung Digital and Publishing am Jüdischen Museum in Berlin und betreust dort unter anderem ein Projekt, was sozusagen noch in der Prototypphase ist, und zwar die Topographie des jüdischen Lebens. Wie der Titel eigentlich schon sagt, ein recht langer Titel, aber da geht es dabei, das jüdische Leben in all seiner Vielfalt, in seiner historischen Tiefe für Menschen und Institutionen gleichermaßen sichtbar zu machen. Und du hast uns jetzt einen geheimen Link mitgebracht. Ganz genau, das führe ich jetzt mal vor. Ich glaube, ich gehe an das Mikrofon. Genau. Und ich, warte mal, hier, willst du den ersten? Okay. Ups. So. So, ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und live unseren Prototypen, den wir Anfang dieses Jahres gebaut haben, vorführen. Ich werde also auf Folien verzichten, weil ich es immer schöner finde, live die Anwendung zu zeigen. Mal kurz ein paar Worte zum Hintergrund dieser Anwendung. In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Online-Angeboten und Websites entstanden, die sich mit dem regionalen und lokalen jüdischen Leben in Deutschland beschäftigen. Es ist aber leider so, dass diese Webseiten eben ganz verstreut im Internet sind und zum Teil auch nicht mehr, wie man so schön sagt, state of the art sind. Und deshalb hat sich das Jüdische Museum Berlin die Aufgabe gesetzt, all diese Informationen auf einer Seite zusammenzufassen, auf einer interaktiven Karte zu visualisieren und einheitlich zugänglich zu machen für alle. Und ja, diese Mammutaufgabe wollen und können wir gar nicht alleine umsetzen, und deshalb setzen wir hier ganz stark auf die Mitarbeit von vielen. Wir haben dazu erstmal ein reichhaltiges Netzwerk von Partnern gebildet, das unter anderem Wikimedia tollerweise an Bord. Dann haben wir verschiedene Universitäten, zum Beispiel die TU Darmstadt, die mit ihrer Seite synagogen.info eine unglaubliche Fülle an Synagogen recherchiert hat. Die Arbeitsgemeinschaft Alemannia Judaica, die, glaube ich, südwestliches Deutschland komplett erfasst hat an jüdischen Orten. Der Zentralrat der Juden ist mit an Bord, das Bundesarchiv, also wirklich ganz viele Institutionen, die uns hier ihre Daten zur Verfügung stellen, aber auch mit ihrer Expertise, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und der Clou des Portals ist aber eigentlich die partizipative Ausrichtung. Wir möchten es jedem und jeder ermöglichen, an diesem Portal teilzuhaben. Wir glauben, dass das Portal erst zum Leben erweckt, wenn wir es als für die Gemeinheit öffnen. Ich werde es gleich vorführen. Es geht darum, das sowohl an Laien als auch Experten als Zielgruppe heranzuführen. Also wir sind sowohl auf wissenschaftliche Expertise angewiesen, als auch auf die persönlichen Geschichten, die vielleicht Nachkommen von Exilantinnen uns erzählen können und auf diesem Portal zur Verfügung stellen können. Und so wird das Portal erst durch die Beteiligung aller zum Leben erweckt und weitergeführt werden, sodass es dann am Ende kein totes Portal wird, wenn wir es dann mal launchen. Noch ein Wort dazu, wie wir sozusagen jetzt die Community versuchen aufzubauen. Also wir haben ja noch keine Community, wir sind noch ganz am Anfang, das ist der Prototyp. Wir werden jetzt im nächsten Jahr die Anwendung entwickeln und setzen da zum einen Teil ganz stark auf die Zusammenarbeit mit dem Bildungsprogramm On Tour des Jüdischen Museums. Wir fahren seit Jahren mit dem Museum mit einem kleinen Bus an alle möglichen Schulen in ganz Deutschland und stellen dort eine kleine Ausstellung zum Jüdischen Museum den Schülern zur Verfügung und machen Workshops mit ihnen. Und dort haben wir auch diesen Prototyp schon ausführlich testen dürfen, was uns jetzt zugute kam, weil wir wirklich auch viele Test-User dadurch hatten, was aber auch gezeigt hat, dass es die Jugendlichen und die Schüler eben ganz stark interessiert, sich da auf Spurensuche jüdischen Lebens zu begeben und wir dadurch uns eigentlich erhoffen, diese Schüler-Community aufzubauen. Wir setzen natürlich auch auf soziale Netzwerke, also allein die Facebook-Seite vom Jüdischen Museum hat ein großes Netzwerk und natürlich die ganzen Communities, die bereits bestehen bei unseren Netzwerkpartnern, wollen wir in unsere Community überführen. Und jetzt werde ich es nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt klicke ich mal hier dieses Updates weg. Sonst fährt der Computer wahrscheinlich gleich hoch. Genau, wir haben uns also für diese zwei Zielgruppen, Laien, Experten, zwei Modi überlegt. Ich nehme das gleich vorne weg. Bei 100% der User ist das komplett durchgefallen. Das ist das Positive daran, erstmal einen Prototypen zu entwickeln und nicht gleich die Anwendung, weil wir wirklich gemerkt haben, die Leute kommen damit überhaupt nicht klar. Ich werde Ihnen das jetzt so trotzdem mal vorführen. Und zwar haben wir einmal diesen Entdecker-Modus entwickelt. Dort haben wir also keinen User-Generated Content, sondern das sind wirklich Inhalte, die wir kuratorisch gestaltet haben. Da haben wir uns drei Kategorien überlegt. Moment. Etwas schwierig ohne Maus, das Portal funktioniert hauptsächlich mit der Maus. Also, solange das hier lädt, ich weiß nicht, warum das hier gerade so lange dauert, das ist die erste Kategorie, die haben wir Neuigkeiten genannt. Dort kann man eben zum Beispiel für Marketingzwecke neue Datensätze, die wir vielleicht bekommen, zum Beispiel von solchen Schülerworkshops, einfügen und dann einfach mal den Leuten vorneweg zeigen. Wir haben hier mal beispielshalber Hachschara-Lager eingeführt. Das ist irgendwie jetzt ganz komisch. Die Auflösung hier ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Und hier sieht man eben schon ganz schön, wie dieses Infopanel auf der Seite sich aufklickt und man kann hier eben Fotos, Videos, Audiodateien einfügen. Es gibt einen kleinen Beschreibungstext, es gibt vielleicht eine Jahreszahl, eine Adresse und hier unten schon der dezente Hinweis, wenn du was beitragen möchtest, dann kannst du hier einfach draufklicken und Sachen beitragen. Dann haben wir uns eine Kategorie überlegt, die nennen wir Spaziergang. Da habe ich jetzt beispielshalber mal einen Spaziergang in Berlin mitgebracht. Man kann hier also sich die mobile Variante vorführen. Man springt hier direkt mit einem Feature, das wir Scrollification nennen, auf die neue Synagoge in Berlin in der Oranienburger Straße, fängt der Spaziergang an. Man scrollt hier runter und jetzt springt die Karte auf der linken Seite, wie Sie sehen, immer direkt zu dem Punkt, wo der Audiowalk sozusagen weiterhin führt. Ich sage schon Audiowalk, weil wir uns natürlich vorstellen können, das Ganze auch als Audio einzusprechen, das Ganze noch mit Linien zu verbinden, Zeit einzufügen und mit dem Stadtmarketing der verschiedenen Städte zusammen hier ganz schöne Städtetouren zu organisieren, um so wirklich Menschen, die noch nicht so viel Zugang zur jüdischen Geschichte haben, einfach mal ein bisschen einzustimmen. Das Gleiche haben wir uns überlegt, einen anderen Zugang zu schaffen über Persönlichkeiten, weil wir einfach aus unserer Museumsarbeit wissen, dass sich Leute am besten über weitere Menschen mit der Geschichte identifizieren. Ich habe jetzt mal beispielshalber die Biografie von unserem Gründungsdirektor Michael Blumenthal mitgebracht. Auch hier funktioniert das wieder über dieses Feature Scrollification, in dem Fall weniger eine mobile Variante, wie Sie gleich sehen werden. Es fängt an mit seiner Jugend in Oranienburg. Geht dann weiter, die Familie zieht nach Berlin an den Oliverer Platz, die Karte springt wieder an die richtigen Stellen. Das wird natürlich in der fertigen Anwendung noch etwas smoother programmiert. Und dann sehen Sie gleich, 1938 muss die Familie nach Shanghai emigrieren und jetzt springt die Karte, wenn es funktioniert, nach Shanghai. Also hier ist jetzt im Prototypen noch kein Kartenmaterial hinterlegt. Ich weiß gar nicht, ob man das von Ihnen aus gut sieht. Das sieht ein bisschen hell aus. Also normalerweise in der fertigen Anwendung sieht man dann also Shanghai, Herr Blumenthal studiert dann in Berkeley, wir springen an die Westküste der USA und weiter an die Ostküste, wo er dann in Princeton seinen Lebensmittelpunkt hat. Erste Reise führen ihn wieder nach Deutschland, nach Münster und schließlich wieder zurück in die USA ins Weiße Haus. Also Sie sehen schon, mobil nicht so gut zu verwenden, aber vielleicht von zu Hause eine ganz schöne Idee, sich einfach mal so ein bisschen durch verschiedene Lebensgeschichten zu scrollen und so vielleicht die Geschichte noch mal besser visualisiert zu bekommen. Genau. Das waren also die kuratierten Inhalte. Jetzt springe ich mal auf den sogenannten Erforschermodus, der sich eher an Wissenschaftler und Leute, die schon ein bisschen mehr Ahnung von der Geschichte haben, wendet, wo wir sie also jetzt sehen, dass wir hier ganz viele Kategorien irgendwie stimmt die Auflösung nicht. Ich komme hier nämlich nicht rein. Das ist ganz cool. Ich kann es jetzt so machen, aber mit rauskommen. Das ist irgendwie merkwürdig. Vorhin hat es gut funktioniert. Ja. Genau. Und ich klicke hier einfach mal die verschiedenen Kategorien, die wir uns überlegt haben: Gewerbe, Soziales, Wohnung und so weiter an. Sie sehen, wie sich die Karte langsam füllt mit verschiedenen Datenpunkten, die wir ausgewählt haben. Wundern Sie sich nicht, wir haben für den Prototypen nur Brandenburg und Baden-Württemberg ausgewählt. Aus Zeitgründen. Genau, und wenn Sie jetzt sehen, jetzt klicke ich hier mal auf Synagoge, jetzt wird es etwas dauern. Hier sehen Sie jetzt, wir haben hier direkt die Daten unseres Kooperationspartners synagogen.info ausgewertet, per Scraping automatisch in unsere Anwendung eingeführt, und so wird es dann in Zukunft hoffentlich auf der ganzen Karte aussehen, dass wir halt so hier eine ganz große Ballung haben von verschiedenen Datenpunkten, die wir eben nicht selbst erforscht haben, sondern die dort schon vorhanden waren. Und wenn man jetzt hier mal auf eine aufklickt, sieht man aber, dass da noch sehr viel Information fehlt, und hier ist jetzt genau dieser Hinweis für die User in ganz Deutschland, wenn Sie dazu etwas beitragen können, wenn Sie in dem Ort leben, in dem Fall ist es Borken, und Sie möchten ein Foto machen oder Sie haben noch mehr Informationen, dann können Sie das jetzt hier direkt eintragen. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie dieses Content-Management-System aussehen könnte. Das ist also eine klassische Maske, wie man sie auch von allen möglichen Webseiten kennt, wo man ganz simpel Dinge eintragen kann, Daten hochladen kann, speichern kann. Natürlich wollen wir auch User-Kontos anlegen, wo man dann auch eine Merkliste für die eigenen Forschungen haben kann. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal. Hier sieht man jetzt zum Beispiel die Einbindung von Wikipedia, also beim Jüdischen Museum Berlin haben wir einfach über die API die Wikipedia angeschlossen, und man kann dort also direkt die Artikel lesen, weil wir natürlich mit unserem Portal keine Copy-and-Paste-Geschichte machen wollen, sondern das sozusagen die Informationen bündeln, aber auch auf die anderen Seiten aufmerksam machen wollen, natürlich von unserem Portal wiederum auf die anderen Seiten verlinken möchten. Noch eine letzte Geschichte. Was auch in den User-Tests herauskam, war, dass 100% der User, die eben nicht diese Eingangsmodi verstanden haben, erstmal die Suche verwenden wollten. Das Blöde war, im Prototypen hat die Suche nicht funktioniert. Wir haben die noch gar nicht programmiert. Also haben wir die jetzt hinterhergezogen und haben das nochmal getestet, weil wirklich jeder User einfach seinen Heimatort mal eingegeben hat, um zu schauen, was ist denn in meiner eigenen Heimat an jüdischem Leben vorhanden. Und wenn man jetzt hier mal Berlin eingibt, dann sieht man eben, so könnte das aussehen, die Karte springt an die richtige Stelle, ich kann mir hier jetzt die ganzen verschiedenen Datenpunkte anschauen, das sind auch die ganzen, jetzt zum Beispiel hier diese Biografien drin, auch die Spaziergänge, also das wird in der letztendlichen Anwendung einen zentralen Stellenwert einnehmen, dass wir wirklich die Suche, wir sind eben alle Google geprägt, in den Vordergrund stellt. Und noch eine andere Geschichte, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, um zu sehen, wo das Ganze hingehen kann, wenn wir denn mal die ganze Karte voller Datenpunkte haben. Wir haben hier mal beispielsweise diese Synagogen in so eine Zeitschiene eingetragen. Und man sieht es hier ganz schön, wie eben, wo jüdisches Leben entstanden ist, wo die ersten Synagogen entstanden sind, wo sie dann auch zerstört wurden. Das Problem an diesem Feature momentan ist, dass wir bei ganz vielen Daten einfach nicht die exakten Daten haben. Wir haben manchmal nur ein Jahrhundert, wir haben manchmal nur das Entstehungsdatum, manchmal haben wir nur das Zerstörungsdatum. 1938 ist natürlich viel zerstört worden, aber das bildet sich nicht so richtig ab. Das heißt, auch hier sind wir ganz explizit auf die Mithilfe aller angewiesen, die dazu beitragen können, dass diese Daten vollständig werden, sodass dann auch diese Zeitleiste irgendwann mal richtig ausführlich und informativ wird und dann wiederum für Forschungszwecke weiter genutzt werden kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Barbara Thiele vom Jüdischen Museum Berlin. Für diese kurze Einführung in die Topographie des jüdischen Lebens. Ich glaube, es wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass der Launch geplant ist für Mai 2018. Und vielleicht magst du doch noch mal aus dem schon fast wie ein Who is Who der jüdischen Forschungslandschaft noch mal zitieren, wer ist denn alles an Partnern mit dabei? Das ging eben gerade recht fix. Neben den Bürgern, die ja auch alle aufgefordert sind, sich einzubringen. Also du möchtest, dass ich alle... Was funktioniert denn? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Jetzt. Okay. Ja, es ist wirklich eine ganz zahlreiche Gemeinschaft, die wir da zusammentrommeln konnten. Das ist einmal die Wikimedia Deutschland, der Fachbereich Architektur der TU Darmstadt mit der Seite synagogen.info, die wir hier eben eingefügt haben, die Arbeitsgemeinschaft Alemannia Judaica, die den Südwesten Deutschlands komplett eigentlich erschlossen hat, das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland an der Uni Heidelberg, der Zentralrat der Juden in Deutschland, das Moses-Mendelssohn-Zentrum, das Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte, das Bundesarchiv ist mit an Bord, das Institut für die Geschichte der deutschen Juden, das Fritz-Bauer-Institut, das Jüdische Museum Frankfurt. Ja, das war's. Soweit. Genau, das ist also wirklich schon eine große Vereinigung von Partnern, die auch schon alle fest mit dabei sind. Ich glaube, bevor wir jetzt zu unserem nächsten Gast kommen, Stefanie Schulte-Strathaus, gibt es vielleicht doch noch ein paar Verständnisfragen oder Nachfragen konkret zu dem Projekt Topographie des jüdischen Lebens im Publikum. Und dem möchten wir jetzt gerne Raum geben. Bitte mit Handzeichen melden, dann bringen wir gleich das... Mikrofon. Martin Rulsch, Wikipedianer der ersten Stunde, hat eine Frage. Danke. Zweite Stunde, aber okay. Ich freue mich, dass die Inhalte genutzt werden. Die Wikipedia-Inhalte sind ja so oder so unter der CC-BY-SA-Lizenz schon lizenziert. Für mich hat sich die Frage gestellt bei dem Projekt, was sehr spannend, sehr schick aussieht. So eine Timeline hatten wir auch mal mit Limes-Kastellen gemacht, vor einigen Jahren auch mit Herrn Förtsch zusammen. Was ist denn die Lizenz? Machen Bürgerinnen und Bürger mit? Und wie ist das Projekt quasi? Sind die Inhalte auch nachhaltig gesichert? Das ist das große... Hallo? Hallo? Jetzt. Ja, das ist das große Ziel dieses Portals, dass die Inhalte sozusagen auch weiter genutzt werden können von der Community, also sowohl den Netzwerkpartnern als auch den einzelnen Nutzern. Wir werden da uns auf eine große Reise des Copyrights begeben. Wir haben es ja gerade gehört in dem Panel vorneweg. Wir möchten natürlich möglichst alles unter CC-Lizenz stellen und wir hoffen natürlich auch auf den User-Generated Content, der uns vielleicht hilft, Bilder, die wir momentan nicht zeigen können, weil sie rechtlich nicht frei sind, damit zu ersetzen, indem uns eben zum Beispiel diese Schülerworkshops, von denen ich erzählt habe, da haben wir einen in Spandau gemacht, die haben ganz viel für uns fotografiert und uns das zur Verfügung gestellt und dann können wir natürlich auch viel mehr zeigen. Also das ist das große Ziel. Ob wir das wirklich so umsetzen können, wird sich dann zeigen. Aber realistischer ist es, dass wir wahrscheinlich auf einen Mix von Lizenzen stoßen werden und umso wichtiger ist dann auch die maschinenlesbare Kennzeichnung der Inhalte. Darauf können wir vielleicht später nochmal vertieft kommen. Gibt es sonst noch weitere Fragen jetzt unmittelbar zur Topographie des jüdischen Lebens? Dann möchte ich gerne jetzt Frau Stefanie Schulte-Strathaus begrüßen. Ja, Stefanie Schulte-Strathaus ist Co-Korrektorin am Arsenal, das Institut für Film- und Medienkunst in Berlin. Vielen Menschen ist dieses Institut viel vertrauter, als sie vielleicht zuerst denken. Denn im Arsenal laufen, also im Kinoarsenal laufen viele Filme, die Sie in Ihrem Archiv gesammelt haben. Die Frau Schulte-Strathaus ist gleichzeitig nämlich auch seit etlichen Jahren schon Mitglied in dem Auswahlgremium für das Berlinale Forum des internationalen jungen Films. Sie ist Kuratorin und Theaterwissenschaftlerin und wird uns heute hier das Living Archive vorstellen. Ein Name, der eigentlich Programm geworden ist, denn es war mal, wie so vieles, erstmal nur eine Projektförderung, war aber so erfolgreich, dass sie nach 2013 es zu ihrem großen Vorhaben gemacht haben. Frau Schulte-Strathaus, bitte, Living Archive. Ja, vielen Dank. Zunächst, ich komme nochmal zurück, ich bin wahrscheinlich eine der in gewisser Weise langsamen Institutionen, auf die am Anfang verwiesen wurde. Also wir reden heute über, ich rede jetzt über analoge Filme, und zwar 10.000 von denen. Aber es wurde auch darauf hingewiesen, dass früher am Tag, dass institutionelle Strukturen häufig auf Annahmen aus dem analogen Zeitalter beruhen. Und ich möchte jetzt dazu einladen, zu überprüfen, ob es vielleicht andere Narrative in der Geschichte gibt, die eine nachhaltige Zukunft vorbereitet haben oder es noch tun. Und gehe deshalb jetzt nochmal in die Geschichte ein wenig zurück. Und zwar erst einmal mit einem eher etwas anekdotenhaften Bild. Das ist das Arsenal. Sie werden ja vorhin hoffentlich alle dorthin kommen, aber das ist dann nicht der Ort, zu dem Sie kommen. Das ist das alte Arsenal in der Welserstraße in Schöneberg. Und da ist auch eine Leinwand gewesen hinterm Vorhang. Hier haben wir es aber zu tun mit einer Situation, die einer der Begründer, Ulrich Gregor, geschaffen hat. Er war seinerzeit in New York und hat dort zum ersten Mal Videofilme gesehen, Anfang der 70er Jahre, und zwar in einem Kunstraum auf Monitoren, und wollte die dem Kinopublikum in Berlin zugänglich machen. Um das zu tun, es gab natürlich noch keine Projektoren, bat er alle Mitarbeiter, ihre Fernseher mitzubringen. Und die wurden dann aufgebaut auf Filmkartons, in denen, wie man da ganz oben sieht, 35 mm Kopien sonst transportiert werden, und hat es geschafft, die alle zu synchronisieren und von einem Videorekorder abzuspielen. Sehen also alle das Gleiche, und das Ganze unter Beobachtung von Iwan dem Schrecklichen aus einem Stummfilmprotagonisten von Eisenstein. Ich muss hier meinen Ring mal ausziehen. Das war Anfang der 70er, aber die Institution, damals hieß sie noch Freunde der Deutschen Kinemathek, wurde 1963 gegründet als Reaktion auf die Gründung der Deutschen Kinemathek. Denn die Idee, es gab einige, die einen Filmclub an der FU leiteten, war, dass Filme nicht nur archiviert werden sollten, wie es die Idee der Kinemathek war, sondern dass sie vor allem gesehen werden müssen, denn sonst gäbe es sie gar nicht. Das ist ganz, ganz wichtig geblieben bis heute. Und in der Zeit gab es noch kein eigenes Kino, und der Produzent des Films Comeback Africa von Lionel Rogozin reiste mit der schweren 35 mm Kopie durch Europa, um sie zu verkaufen, erfolglos, und konnte das nicht weiter schleppen und ließ es dann auf dem Hängeboden bei Erika und Ulrich Gregor, den Begründern des Arsenals, zurück, die den Film dann aber gezeigt haben, und wegen großem Erfolg fragten auch andere an, ob sie ihn zeigen dürfen, und so war das nicht nur der Grundstein unserer eigenen Sammlung, sondern auch der Beginn der Distributionstätigkeit der Institution. Kurz danach gab es bei einem Festival in Leipzig, oder bei dem Festival in Leipzig, da wurden kubanische Kurzfilme gezeigt, und es war klar, die können nicht mehr ohne weiteres zurückgeschickt werden, ohne dort in Gefahr zu geraten. Sie wurden deshalb von Leipzig nach West-Berlin transportiert und kamen so auch in die Sammlung. Sie haben sozusagen Asyl gefunden, um dort zu überleben. Und also haben wir aus dieser Zeit also eine ganze Reihe von lateinamerikanischen Filmen. Und Sie haben gesehen, der Film war untertitelt. 1971 gab es die erste Ausnahme der Sektion Forum, Internationales Forum des jungen Films, der Berlinale, was Barbara erwähnt hat. Und eine der wichtigsten Ideen von Anfang an war, bei diesem Festival die aufwendig angeschleppten, erstmal recherchierten und dann herbeigeschafften Filmkopien zugänglich zu halten über das Festival hinaus, was sehr ungewöhnlich bis heute eigentlich ist. Und deswegen wurden deutsch untertitelte Kopien, analoge Kopien hergestellt, die dann hier bleiben konnten und im deutschsprachigen Raum verliehen werden konnten, also im ganzen Netzwerk vor allem der kommunalen Kinos. Diese Filme, da kamen dann jedes Jahr 40 ungefähr dazu. Die Sammlung wuchs, aber nicht nur dadurch. Es gab dann auch zunehmend Filmemacher und Filmemacherinnen, die wollten ihre Filme zwischen den anderen wissen, weil sie dort etwas erkannt haben, wie dann so eine Art Zuhause für eine bestimmte Sorte des unabhängigen Films. Dann gab es gab also so etwas wie Allianzen zwischen den Filmen und den Institutionen und den Produzenten. Es gab einen Mitarbeiter wie Alf Bold, der vor allem amerikanische Avantgarde-Filme herbeigeschafft hat, hinzugefügt hat. Es gab die Übernahme einzelner anderen nichtstaatlicher Sammlungen, derer es natürlich zahlreiche gibt, zum Beispiel die Sammlung Vollmann, der hat 16 mm Hollywood-Filme gesammelt und ist mit den Einnahmen, die er damit gemacht hat, irgendwann nach Hawaii abgehauen. Dann die Filme der Sowjetarmee wurden übernommen nach dem Mauerfall, weil sich jemand daran machte, das Silber zu extrahieren und es zu Geld zu machen. Also das Archiv, das Arsenal umfasst heute, wie gesagt, 10.000 Werke der internationalen Filmgeschichte aus dem Bereich des unabhängigen, politischen oder experimentellen Kinos, wobei sich das eben nicht nur von der Produktionsseite her, sondern auch von der Rezeptionsseite her definiert. Was nun? Was macht man mit diesen 10.000 Werken der internationalen Filmgeschichte? Das Material altert und es gilt nicht als nationales Kulturerbe. Es sind deutsche Filme dabei, einige wenige, aber es ist doch vor allem, zeichnet es sich durch seine Internationalität aus. Es ist kein Geld da, unter anderem aufgrund dieser Tatsache. Wo fängt man an? Wie schafft man Interessen? Wer vererbt hier was an wen? Und eine der Antworten kam dann von einer Nutzerin sozusagen dieses Archivs, die überall in der Welt nach einem verschollenen Film suchte. What Happened to the City von Deepa Dhanraj, ein indischer Film von 86. Er galt, wie gesagt, als absolut verschollen und sie fand ihn dann bei uns in einer deutsch untertitelten Fassung. Nur deshalb hat der Film überlebt. Es war klar, in dem Moment, wo man das weiß, hat man eine Verantwortung, von der wir vorher gar nichts wussten, dass wir sie hatten und mussten handeln. Und um ihn sowohl in ihrem Forschungskontext, Goldsmiths University, als aber auch in Indien vor allem wieder zugänglich zu machen. Mithilfe des Goethe-Instituts und dem Auswärtigen Amt und dessen Kulturerhaltsprogramm wurde das dann auch möglich. Und daraus aus dieser und ähnlichen Geschichten entstand dann das Projekt Living Archive Archivarbeit als künstlerische und kuratorische Praxis der Gegenwart. Nutzerinnen und Nutzer des Archivs, wie Nicole Wolf, die diesen Film gefunden hatte, stehen in einem jeweils eigenen Produktionszusammenhang in Wissenschaft, Forschung, Kunst oder Kultur. Möglicherweise, so dachten wir, ließe sich mit Hilfe ihrer mitgebrachten Ideen und/oder Ressourcen, Vernetzungen und Kontexte auch die Digitalisierung oder sogar die Sicherung des Materials ermöglichen. Gleichzeitig könnte so eine breite Sichtbarkeit für die betroffenen Filme entstehen, da sich im jeweiligen Zusammenhang ein neues Publikum herstellt. Eine solche partizipatorische Archivpraxis würde Digitalisierung als Chance einer multiperspektivischen Neuverhandlung bestehender Filmgeschichtsnarrative begreifen. Für das Projekt wurden dann 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Theorie und Praxis eingeladen, Künstlerinnen, Filmemacherinnen, Musikerinnen, Kuratorinnen, Wissenschaftlerinnen und Lehrende, 2 Jahre bei uns zu recherchieren im Archiv. Sie erhielten dafür ein Produktionsbudget, mit dem sie Projekte realisieren konnten. Neue Filme, Filmprogramme, Publikationen, Bücher, DVDs, Performances, Lehrveranstaltungen, Ausstellungen, Installationen. Das Geld war Projektförderung, die kam von der Bundeskulturstiftung und der Lotto-Stiftung. Es gab also kein Digitalisierungs-, sondern Projektgeld. Keiner der Teilnehmer war zuvor Archivar oder Archivarin. Die Heterogenität ihrer Arbeitsbereiche sollte sich einer Gegenwart annähern, in der längst auch außerfilmische Kontexte wie die bildende Kunst starken Bezug auf das Medium Film nahmen, was, wenn auch nicht per se, durchaus als Bereicherung des filmhistorischen Diskurses angesehen werden kann. Und die Filme, die sie dann entdeckten und für ihre Projekte für relevant erklärten, wurden von uns in die Hand genommen. So wurden 39 Filme digitalisiert, teilweise restauriert, darunter Titel, die weltweit nicht mehr existierten. 4 Filme konnten als digitale Kopie neu angekauft werden, eine als Analogkopie. Unzählige Verträge wurden erneuert, auch im Hinblick auf eine digitale Zukunft. 5 DVDs herausgegeben mit 25 Titeln. 24 neue Filme sind entstanden, installative Arbeiten, Performances und Soundarbeiten. Filmprogramme, Publikationen. Partizipation also als Archivpraxis, indem wir eine Komplizenschaft mit den Nutzern des Archivs eingehen, die wir zu Archivaren machen, kehren wir die Herausforderungen im Umgang mit Kulturerbe um in eine multiperspektivische Neuverhandlung bestehender Filmgeschichtsnarrative. Das sollte eigentlich jetzt die ganze Zeit schon das Bild sein. Das war unser Cover. Jetzt war das Modell, wie gesagt, so erfolgreich, wie kann man das verstetigen? Mit einem Filmarchiv, das in einer ganz weit abgelegenen Lagerhalle in Spandau lag. Also mussten wir umziehen an einen zentraleren Ort. Das macht man nur einmal im Leben mit 10.000 Filmen. Das ist der Eingang zu unseren neuen Archivräumen. Und hier haben wir Sichtungsräume eingerichtet, die das ist leicht, die auszustatten, weil diese Geräte schmeißen gerade alle weg. Man kann die wirklich für fast gar nichts bekommen oder sogar kostenlos. Wir haben also Sichtungsräume eingerichtet, in denen jetzt jeder physisch zu uns kommen kann und das analoge Material sichten kann, um den Digitalisierungsprozess mitzugestalten mit uns. Die Räume sind also Stunden oder Tage, wochenweise zu vermieten und es gibt auch fachliche Betreuung natürlich, weil wir ja eine Verantwortung haben für das Material. Einer unserer Stipendiaten hat alle Filme, die er da gesichtet hat, mit einem blauen Faden verbunden. Die Installation hatten wir eine Zeit lang dort öffentlich zu sehen. Und wo ist ein Living Archive besser untergebracht als in einem ehemaligen Krematorium? Das ist der Ort, an dem wir sind, im Wedding, das Silent Green. Da gibt es auch noch sehr viele andere Kulturproduzenten und Institutionen, die auch mit Archiven sehr viel zu tun haben. Und der nächste Schritt, der dann natürlich davon ausgehen muss und wo es wahrscheinlich auch gleich ein bisschen drüber gehen wird, ist dann, wie sich das dann natürlich im Internet und online und in der Datenbank fortsetzen lässt. Ja, vielen, vielen Dank. Okay. Vielen, vielen Dank, Stefanie, für diese kurzweilige Einführung in das Living Archive. In Silent Green, die mögen die Filme dort nie stumm werden, sondern zu uns allen sprechen. Sprechen jetzt auch Sie, fragen Sie vielleicht direkt zu diesem Archiv. 8.000 Filme sind es, glaube ich, zurzeit. Manche davon, als wir bei der Begehung da waren, waren schon sozusagen am Brodeln, sind am sich zersetzen leider. Es ist also schon eine dringende Angelegenheit, das Living Archive. Ja, das ist richtig. Es sind 10.000 Filme, 8.000 Filme sind in unserer Online-Datenbank ersichtlich, 8.000 Titel bislang. Es ist wahr, Film zerfällt. Das ist so und man kann das auch nicht wirklich aufhalten oder verhindern. Man kann aber den Prozess herauszögern und man muss sie vor allem, die Filmkopien, unter Beobachtung halten. Zum Teil heißt das nicht nur immer wieder sie prüfen, sondern auch einfach in den Raum hinein riechen, denn sie entwickeln ein Essigsyndrom oder zumindest sehr viele Kopien aus einer bestimmten Zeit. Das sind nicht alle Filme. Und der Geruch ist sehr, sehr stark und das Syndrom ist ansteckend. Das heißt, die Kopien müssen dann von anderen, also nur innerhalb von Filmkopien, die Archivare werden nicht angesteckt. Die müssen dann isoliert werden und man muss dann aber ganz schnell handeln. Man muss dann entscheiden, was macht man jetzt? Ist das ein Film, den nur wir haben? Also wenn den andere auch haben, ist es ja weniger schlimm. Ansonsten müssen wir ihn digitalisieren. Und dann das Material, wir entsorgen es dann auch nicht, sondern wir frieren es ein. Das machen wir auch öffentlich jetzt in Veranstaltungen. Die Filme, die das betrifft, bevor sie eingefroren werden, zeigen wir sie noch einmal im Kino, um mit dem Publikum zu diskutieren, was sie meinen, ob es der Film überhaupt wert ist beziehungsweise mit uns, das ist weniger die Frage, sondern es geht eher darum, auch publik zu machen, öffentlich einen Diskurs darüber herzustellen, was es da überhaupt für Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Denn häufig ist das, oder in den meisten Fällen ist das gar nicht bekannt. Ich werde häufig gefragt, warum macht ihr denn das Ganze? Alle Filme sind doch heute digital. ein Kollege von mir und ich, wir haben geschätzt, das ist ja jetzt aber nicht, wird hoffentlich nicht protokolliert, dass es vielleicht 5% der Weltfilmgeschichte ist, die bereits digitalisiert ist, in welcher Form auch immer, da gibt es ja noch Abstufungen, in ganz kleiner Auflösung oder wirklich kinotauglich. Das heißt, wir werden es alle nicht mehr erleben, dass das ganze Filmerbe digitalisiert ist und auch nicht unsere Nachfolgegenerationen. Umso mehr muss der Zugang eben schon im Analogen hergestellt werden, damit der Prozess der Digitalisierung selbst ein öffentlicher sein kann. Ja, danke Stefanie. Aber jetzt bitte Fragen hier aus dem Saal. Nutzt die Gelegenheit, der junge Mann dort. Besten immer gleich noch dazu sagen, Name, Institution, Kontext. Hermann Lewitz. Hallo, ja, Hermann Lewitz, ich komme aus Wien, arbeite in der österreichischen Mediathek und habe dort mit Video- und Audio-Digitalisierung und Archivierung zu tun. Ich habe jetzt nur eine Verständnisfrage, weil Sie haben selber gesagt, am Anfang Ihrer Präsentation, dass Sie kein Geld hatten oder zu wenig, oder? Und habe jetzt nicht verstanden, wo kommt jetzt das Geld her? Ja, es ist in der Tat so, also es ist ja eine Institution, die BKM gefördert ist als Institution, das betrifft aber nicht das Archiv. Das Archiv ist bei uns wirklich, wie soll man sagen, gewachsen. Es ist passiert. Es war nie, es ist ganz wichtig, es gab niemals einen Sammlungsbeschluss, wie in anderen Archiven, insbesondere in nationalen Archiven natürlich, sondern es ist gewachsen im Kontext der Netzwerke und der kuratorischen Praxis oder der institutionellen Praxis. Und insofern ist es ein unspezifisches Archiv. Das ist eine Begrifflichkeit, die Vincent Hediger, der darüber lehrt in Frankfurt an der Goethe-Uni, vor allem in Bezug auf uns ins Spiel gebracht hat, ein unspezifisches im Vergleich zu spezifischen Archiven, wo sozusagen der Adressat bekannt ist und darüber lassen sich auch unter Umständen Gelder akquirieren, über jenen Adressaten. Beispielsweise am einfachsten ist das, ich weiß, da ist es auch schwer, in staatlichen Archiven, nationalen Archiven. Für uns, wir sind kein nationales Kulturerbe. Man kann das anders definieren, man könnte das ja über die Institutionen definieren oder über die Rezeption. Man könnte auch sagen, diese Filme viele davon sind deutsch untertitelt, haben uns alle sozialisiert über Jahrzehnte, die ins Kino gegangen sind. Natürlich ist das unser Kulturerbe. So ist es aber nicht, also das Geld, das es ja mittlerweile gibt, geht zunächst einmal an deutsche Produktionen und insofern haben wir angefangen und insofern ist das wirklich aus der Not geboren, dieses Projekt, Projekte zu entwickeln und Projektförderung einzuwerben, im Zuge derer wir digitalisieren können. Dass dann darüber sich viel größere und komplexere Diskurse eröffnet haben, die ich jetzt eigentlich sehr begrüße, das war dann sozusagen der Nebeneffekt. Dankeschön. Weitere direkt jetzt unmittelbar Living Archive, Verständnisfragen oder nochmal Präzisierungsfragen? Hier aus dem Saal, bitteschön. Ja, Sie hatten ja auch erwähnt, es wurde ein Online-Archiv entwickelt. Vielleicht nochmal kurz mein Name, Florian Wienzek von der Donau-Uni in Krems und auch von den Musealisten hier in Berlin. Genau, Sie hatten ja gesagt, es wurde ein Online-Archiv auch entwickelt. Und welche Rolle spielt denn dieses Online-Archiv auch noch in diesem Living Archive-Prozess? Ja, bislang noch eine sehr kleine. Unsere Datenbank ist noch sehr rudimentär. Wir haben die Titel ausgehend von der Datenbank, die wir bereits in den 80er Jahren hatten, veröffentlicht und die Nutzer, die zum Teil auch international, oder die Teilnehmer waren auch zum großen Teil auch heute, die kommen, sind international, die haben da schon mal ein Problem da drin zu recherchieren und man findet eigentlich auch nur das, was man sucht. Das heißt, das ist... Wenn man das findet, das ist schon mal gut. Aber man könnte ja noch viel mehr da finden, was man vorher nicht suchte. Und das ist der nächste Schritt und da kommt das dann auch rein zur Finanzierung und das hat damit zu tun, wäre noch zu sagen, dass ja eine Idee auch war, dass die Nutzer in der sozusagen Komplizenschaft mit denen auch zusätzliche Gelder akquiriert werden können, die vielleicht gar nicht aus dem Filmbereich stammen. Also jemand, der für einen ganz anderen Kontext bei uns recherchiert, hat vielleicht ein Projekt an irgendeinem Museum oder an irgendeiner Universität, mit deren Hilfe auch noch Mittel akquiriert werden können. Das ist das eine, aber es geht nicht nur um Geld, sondern natürlich auch um das Wissen der Nutzer. Und das müssen wir natürlich festhalten. Architekten und die arbeiten ja für uns im Prinzip. Die erstmal angefangen dabei, dass sie uns oft darauf hinweisen, dass es eine Kopie nur noch bei uns gibt, was wir vorher gar nicht wussten, haben sie auch ein Wissen, eine Kenntnis häufig oder sehr viel Kenntnis, die uns sehr viel weiterhelfen kann in vielen Dingen. Und das soll künftig, das ist jetzt der nächste Schritt, eine Datenbank zu entwickeln, die das alles Eingang finden kann, die sozusagen dann von den Nutzern, die bei uns physisch auch wirklich vor Ort sind und die Kopien angucken, aber auch von außen mitbefüllen können, an der sie mitarbeiten können, sich auch darüber austauschen können. Das heißt, wir sind jetzt quasi ganz live dabei bei der Geburtsstunde der Community für das Living Archive. Genau. Ja. Okay, wenn es jetzt keine weiteren Fragen geben sollte, dann möchte ich last but not least Lydia Pinscher auf unser Podium bitten. Lydia Pinscher ist Produktmanagerin bei Wikidata und das schon seit Anfang an. Wikidata ist jetzt gerade 4 Jahre alt geworden. Wann war der Geburtstag? 29. Oktober. 29. Oktober, 4 Jahre Wikidata. Was Wikidata genau ist, das wird uns Lydia jetzt gleich erklären. Lydia ist Informatikerin von Hause aus, studiert hast du in Karlsruhe. Wir sind Kolleginnen bei Wikimedia Deutschland und du bist auch Präsidentin vom KDE e.V. Das wirst du uns vielleicht später nochmal erklären, was das genau ist. Aber jetzt erstmal zu Wikidata eine kurze Einführung. Danke. Genau, Wikidata, strukturierte Daten für Wikipedia und Co. mit 16.000 Freiwilligen. Jeder braucht Zugang zu Wissen. Ich hoffe, das ist hier kein kontroverses Statement. Einer der Wege, wie sehr, sehr viele Menschen Zugang zu Wissen bekommen, ist Wikipedia. Um genau zu sein, ist es eine halbe Milliarde Menschen, die Wikipedia pro Monat lesen. Wikipedia hat allerdings ein Problem. Wir haben fast 300 Sprachversionen, aber zum Beispiel haben nur 107 dieser Sprachversionen einen Artikel zu Mona Lisa. Nur als kleinen Ausschnitt. Wie kann man sich das noch anschauen? Das ist die englischsprachige Wikipedia. Artikel in der englischsprachigen Wikipedia. Jeder Artikel, der mit einer Geokoordinate versehen ist, bekommt da einen Punkt auf dieser Karte. Man kann die Welt relativ gut sehen, es ist ein klares Nord-Süd-Gefälle zu sehen, aber die Welt an sich ist sichtbar. Wenn man sich jetzt die spanische Wikipedia anguckt, dann ist das schon anders. Die russische Wikipedia, Farsi oder die japanische Wikipedia. Japanische Wikipedia-Autoren sind offenbar sehr an Italien interessiert. Aber was Sie hier sehen, ist ein großes Problem. Das heißt, Menschen im Internet, die Wissen suchen, finden das ganz oft nicht, wenn sie nicht Englisch sprechen. Was Sie jetzt hier gesehen haben, ist Wikipedia. Wikipedia ist im Vergleich zum Rest des Internets schon vergleichsweise sehr viel besser. Im Rest des Internets ist es oft noch viel krasser und viel schlimmer. Nichtsdestotrotz ist es ein großes Problem, das wir angehen. Einer der Wege, wie wir das angehen, ist Wikidata. Wikidata ist eine Knowledge Base, also eine Wissensdatenbank, in der wir strukturierte Daten über die Welt sammeln. Zum Beispiel Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Gleichzeitig ist es aber eine große freiwilligen Community, die diese strukturierten Daten sammelt und pflegt. So sieht das Ganze dann aus, am Beispiel von Mona Lisa. Wir haben also den Namen für das Kunstwerk, eine kurze Beschreibung, dass es ein Gemälde von Leonardo da Vinci ist, das Ganze in verschiedenen Sprachen, und dann verschiedene Aussagen über die Mona Lisa, zum Beispiel, dass es ein Gemälde ist. Außerdem Links zu Wikipedia und anderen Wikimedia-Projekten sowie Links zu ganz vielen anderen Quellen, bei denen man mehr über die Mona Lisa erfahren kann. Archive zum Beispiel und so weiter. Das ist ein Beispiel für die Mona Lisa. Davon haben wir im Moment über 24 Millionen Konzepte, die wir in der Welt beschreiben. Ich wiederhole das nochmal. 24 Millionen. Ja? Wow. Mit diesen mehr als 24 Millionen Konzepten, die von der Community rund um Wikidata gepflegt werden, mit diesen Daten wird dann eine ganze Menge tolle Sachen gemacht. Zum Beispiel Wikipedia-Artikel wie dieser hier. Die Infobox, die Sie da sehen, basiert auf Daten in Wikidata. Oder hier, das ist ein Startup namens Histropedia, deren Motto ist Timeline of Everything. Und was sie wirklich machen, ist, dass jeder sich eine Timeline zu was auch immer zusammenklicken kann. Und einen Weg, wie man sich so eine Timeline zusammenklicken kann, ist wiederum basierend auf einer Abfrage an Wikidata. Wie zum Beispiel hier Werke von Leonardo da Vinci. Ein weiteres Tool, das Leute gebaut haben, ist Mix and Match, das den Freiwilligen rund um Wikidata es ermöglicht, externe Datenbanken, wie zum Beispiel den Australian Dictionary of Biography, mit den Datensätzen in Wikidata zu verknüpfen, um dann diese Verbindung herzustellen, die es ermöglichen, eben von Wikidata aus viel mehr über ein Konzept noch in anderen Datenbanken zu erfahren. Oder hier, das ist eine Website für ein Projekt namens The Sum of Our Paintings, wo man nach seinem Lieblingsmuseum oder seinem Lieblingskünstler suchen kann und dann angezeigt bekommt, wo zum Beispiel Werke dieses bestimmten Künstlers ausgestellt sind oder welche Künstler in einem bestimmten Museum ausgestellt sind und so weiter. Das ist das Wikidata Game. Das sind verschiedene Spiele, die man schön abends auf der Couch vom Fernseher spielen kann. Und die Idee dabei ist, dass diese Spiele sehr einfache Fragen fragen. Zum Beispiel, handelt dieser Wikipedia-Artikel von einer Person oder nicht? Und basierend auf den Antworten, die man gibt, editiert es die Daten in Wikidata. Das macht Wikidata nochmal für ganz viele andere Menschen zugänglich und editierbar auf ganz andere Arten. Und hier ist ein weiteres Projekt basierend auf Daten in Wikidata namens Inventair. Die Idee von Inventair ist, dass man angeben kann, welche Bücher man besitzt und welche man davon verleihen will, an Freunde oder auch Fremde oder sogar verschenken will. Das wurde gebaut in sehr kurzer Zeit von einer Person. Das konnte er nur tun mit der Hilfe der Daten in Wikidata. Denn diese Autorenseite zum Beispiel zu Victor Hugo zeigt hier eine ganze Menge Daten aus Wikidata an. Den Nutzern von Inventair wird eine ganze Menge Information gegeben, ohne dass sich der Inventair programmiert hat, darum kümmern muss, diese Daten zu sammeln, zu pflegen und so weiter. Und das Letzte, was ich zeigen wollte, war Ars Platypus. Das ist eine Website, auf der man eine Frage in natürlicher Sprache stellen kann und die dann basierend auf den Daten antwortet. Also zum Beispiel hier hatte ich gefragt, who is the director of Her, der Film? Und der antwortet dann mit Spike Jonze. Ich hoffe, dass auch Sie Wikidata mal angucken und vielleicht auch viele coole Dinge darauf aufbauen oder auch miteditieren. Ja, vielen Dank. Lydia, komm doch bitte hier zu uns in unsere schöne, ja, ausnahmsweise mal richtige Frauenrunde. Man muss das ja immer wieder betonen, das ist ja doch nicht so häufig, dass ausschließlich Frauen auf der Bühne sitzen. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir alle irgendwie mehr oder weniger mit Kultur zusammen zu tun haben. Ich wollte noch mal bei Wikidata noch mal nachfragen. Das, was du jetzt gezeigt hast, das sind ja nicht Anwendungen, die von unseren Kollegen in Berlin entwickelt werden, sondern das sind Anwendungen. Wer programmiert das? Genau, das wurde nicht von Wikimedia Deutschland und von den Leuten in meinem Team programmiert, sondern ganz im Gegenteil, das wird von anderen gemacht, weil wir sie in die Lage versetzen, eben genau das zu tun. Sowohl Freiwillige als auch, wie gezeigt, Beispiel von Histropedia, Firmen, Startups. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man den Leuten die richtigen Werkzeuge dafür in die Hand gibt und es ihnen ermöglicht. Und die tun das auf der Grundlage der Daten, und die in Wikidata schon enthalten sind, und diese Daten, die habt ihr dann da hinten in euren Räumen eingepflegt, oder wo kommen die Daten eigentlich her? Nein, wir sitzen nicht in unseren Räumen und pflegen diese Daten ein, sondern genau wie die Tours, die ich gezeigt habe, werden die Daten von Freiwilligen, genau wie in der Wikipedia die Artikel, gesammelt und gepflegt. Genau, wir haben vor ein paar Tagen nochmal Zahlen abgeglichen. Die Community umfasst im Augenblick 16.000 Menschen mit einem Edit pro Monat. Was heißt denn eigentlich ein Edit bei Wikidata? Was bedeutet das? Sind das auch Kommata wie bei Wikipedia? Das kann zum Beispiel ein Komma wie in Wikipedia sein, genau. Oder auch der Eintrag einer Verknüpfung zu einer anderen Datenbank, oder der Eintrag einer Verknüpfung zu Wikipedia, oder Eintrag eines Geburtsdatums für eine Person, all diese Dinge. Okay, jetzt die Gelegenheit, Wikidata, Fragen zu Wikidata, Fragen an die Produktmanagerin von Wikidata hier auf der Bühne, Lydia Pinscher. Los geht's, wir haben die Mikros im Saal. Wer möchte die Frage loswerden, die ihn schon immer interessierte bei Wikidata? Ja. Wie sieht es mit der Qualitätssicherung aus von den Einträgen? Immer mit Namen und Institutionen im Kontext. Okay. Patrick McDonough, Sammlungsdinge. Die Frage nochmal wiederholen. Wie sieht es mit der Qualitätssicherung der Edits aus? Wird das irgendwie halbautomatisch, macht automatisch, oder wie läuft das? Danke. Wir haben eine ganze Menge Mechanismen dafür. Die ersten sind die es auch in Wikipedia gibt. Man kann eine Seite auf seine Beobachtungsliste setzen und über alle Änderungen auf dieser Seite benachrichtigt werden. Es gibt eine Liste mit allen Änderungen in ganz Wikidata, die verschiedene Menschen monitoren, genau wie in Wikipedia. Und dann haben wir noch ein paar zusätzliche Dinge, die wir tun können, weil die Daten in Wikidata strukturiert sind. Unter anderem haben wir ein Tool namens Oris, bei dem es darum geht, per Machine Learning festzustellen, ist dieser Edit, der jetzt gerade gemacht wurde, wahrscheinlich gut oder schlecht, sodass die Personen, die sich mit der Überwachung neuer Edits beschäftigen, sich auf die konzentrieren können, die sehr wahrscheinlich Vandalismus sind. Wir haben außerdem etwas, das wir Constraint nennen. Das sind Regeln, die bestimmte Sachverhalte in der Welt kodieren, sage ich mal. Zum Beispiel ist eine dieser Regeln, dass man dass das Geburtsdatum einer Person vor dem Sterbedatum der Person liegen sollte. Ausnahme Zeitreisende. Und dann gibt es Listen, welche Personen in Wikidata genau diese Regel zum Beispiel verletzen, sodass sich dann jemand das ansehen kann und schauen, was da passiert ist. Ist es ein Zeitreisender oder hat irgendjemand Mist gebaut? Genau. Ich glaube, da aus der Antwort wird schon deutlich, dass diese Daten im Gegensatz zu Wikipedia, und das ist halt eben das Besondere bei strukturierten Daten, auch maschinenlesbar sind, sodass man halt eben auch die Unterstützung von Maschinen haben kann, und gleichzeitig müssen aber auch die Edits, also die Fakten bei Wikidata belegt werden oder sollten auf jeden Fall belegt werden. Sie sollten belegt werden, genau, das ist möglich. Man kann jedes Datum in Wikidata mit einer Referenz versehen und da sind Leute dazu angehalten, das zu tun. Wir sind da noch nicht gut genug, aber da ist noch einiges zu tun. Ist ja auch erst Kindergarten, ne? 4 Jahre. Okay, da hinten war noch eine Frage. Katrin Schön, Jüdisches Museum Frankfurt. Weil die Frage der Qualitätssicherung jetzt gerade aufgekommen ist, habe ich eine Frage an die Kollegin vom Jüdischen Museum Berlin. Wie ist denn da die Qualitätssicherung, wenn Sie die Community mitschreiben lassen? Gibt es da auch Mechanismen, die von selbst funktionieren, wie bei Wikidata? Oder haben Sie tatsächlich eine Stelle bei diesem Projekt mitfinanziert, die auf diese Dinge achtet? Das ist eine der ganz großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wir glauben, dass eine zu starke Qualitätskontrolle jede Community auch zum Sterben verurteilen kann. Also ich glaube, die Community braucht eine gewisse Freiheit, die wir ihr auch lassen möchten, auch bei so heiklen Themen, wie wir sie haben. Wir wollen natürlich schon darauf achten, dass antisemitische Äußerungen, dass auch wirkliche falsche Informationen nicht auf dem Portal stehen bleiben sozusagen. Und nein, wir haben keine Stelle dafür, also jetzt erstmal für die Entwicklung ja, aber wir werden dann genau diese Herausforderung meistern müssen, sowohl mit den Kooperationspartnern als auch mit Kolleginnen im Haus auf die Qualitätskontrolle einzugehen, hoffen aber, dass sich sehr schnell eine Community bildet, wie bei Wikipedia, wie bei Wikidata, der wir dann Administratorenrechte übergeben können. Und auch um auf den Titel dieser Veranstaltung zu kommen, Teile und Herrsche, wir glauben eigentlich, dass wir durch das Teilen des Besitzes dann auch die Verantwortung teilen können und an die Verantwortung Einzelner appellieren und hoffen, dass diese Community sehr rege sich selbst unterstützt, aber auch kritisiert und auch falsche Beiträge korrigiert. Einen Augenblick, bevor wir jetzt in die richtige Diskussion einsteigen, wollte ich doch noch mal sicherstellen, dass wir jetzt keine Verständnisfragen mehr zu Wikidata haben, und dann würden wir nämlich gleich die erste Frage heute hier im Panel diskutieren. Daher doch nochmal, gibt es noch Verständnisfragen zu Wikidata? Jens Best, Verständnisfrage? Also eine Art. Was ja bei Wikidata auch noch gesagt werden kann, ist, dass ja diese strukturierte Datensätze ja auch ein bisschen die Möglichkeit bieten, man kann sich fragen, jetzt ist die Wikipedia 15 Jahre alt, man kann die Artikel lesen, die Frage ist, das Internet entwickelt sich weiter, und eine schöne Sache, ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, angenommen die Einwohnerzahlen von Frankfurt bis einige Jahrhunderte zurück. In der Wikipedia könnte es sein, dass jemand sich die Mühe macht, so eine Liste anlegt, aber meistens ist dann die aktuelle Einwohnerzahl angegeben und die andere verschwindet dann in der Versionsgeschichte. Mit Wikidata besteht die Möglichkeit, eben zum Beispiel Einwohnerzahlen von allen Jahrhunderten reinzubringen. Warum ist das jetzt gut? Dadurch ist ein offener, strukturierter Datensatz da, mit denen eine Zukunft der Schulbildung, die wir wahrscheinlich alle nicht mehr erleben werden, aber die wir uns alle wünschen, nämlich etwas, das Komplexität, diese vermeintliche Komplexität im Internet ganz normal genutzt werden kann, dass man eine Hausaufgabe geben, stelle da die Entwicklung der Einwohnerzahl im Vergleich zur Größe von Frankfurt. Ja, früher wäre das wahrscheinlich eine Wochenaufgabe gewesen an 10 Schüler, heute kann man das als Hausaufgabe stellen, weil man auf Wikidata zurückgreifen kann. Und diese Entwicklung, also dieses Nutzen von Wikidata als strukturierter Datensatz in der Bildung, und so weiter, was kann da die Wikidata, was kann Wikimedia, was kann Wikidata da tun, um das zu fördern? Weil ich habe schon so tolle Einzelprojekte gesehen von irgendwelchen sehr engagierten Leuten, aber ich sehe, dass dieses Potenzial, was da ist, nicht gehoben wird. Viele Menschen sehen halt einfach komische Seiten mit Einzeldaten und können damit nicht viel anfangen. Mhm. Ich glaube, bevor wir diese Frage in extenso beantworten, gehen wir jetzt nochmal auf genau die Frage ein, was sind eure Community, weil die Community, das sind ja, die würden ja letztendlich so einen Auftrag von Jens Best womöglich aufnehmen und weitermachen. Was ist eigentlich die Community innerhalb von Wikidata, Lydia? Das Wichtigste, ziemlich klar. Ohne die Community in Wikidata würde das Ganze nicht existieren, nicht funktionieren. Und die Community setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen. Das sind Menschen, die an Kunstwerken, Museen und so weiter interessiert sind. Das sind Leute, die an Gen, Biologie und so weiter interessiert sind. Das sind Menschen, die an Politik und Daten rund um Politik interessiert sind. Aber sind das jetzt wirklich so Menschen, die so richtig an den Inhalten interessiert sind? Oder ist es bei Wikidata nicht die Leidenschaft für die Struktur, die im Augenblick doch noch weiter vorne steht? Sowohl als auch. Und ein Projekt wie Wikidata braucht auch beides. Es braucht Menschen, die eben daran interessiert sind, Verknüpfungen zu machen, aufzuräumen, Details zu verbessern, Typos zu fixen in Wikipedia. Genauso diese Gruppe Menschen braucht es. Aber es braucht auch genau die Menschen, die eben sich mehr das große Ganze ansehen und sagen, okay, ich will jetzt diese Daten in Wikidata haben, um dann dieses coole Ding zu machen. Braucht es beides. Ja. Danke, Lydia. Barbara, wir haben auch im Vorfeld natürlich über die Frage gesprochen, was bedeutet eigentlich Community für dich? Und du sagtest mir, wir brauchen Gleichgesinnte. Gleichgesinnte in Bezug worauf? Führ das doch nochmal bitte aus. Wir meinen das in Bezug darauf, dass wir eigentlich eine themenorientierte Community brauchen, oder ich glaube, das ist dass sich diese Community, die wir bilden wollen, sich um dieses Thema jüdisches Leben in Deutschland gruppieren wird. Also das meinen wir mit Gleichgesinnte, dass sie sich für dieses Thema intrinsisch interessieren, also intrinsisch motiviert sind, erstmal da Inhalte beizutragen, und wir wollen sozusagen die Plattform zur Verfügung stellen, dass diese Menschen miteinander in Kontakt treten können, auch gegenseitig voneinander lernen können, Inhalte zusammentragen, aber auch gegenseitig korrigieren können, und hoffen eigentlich darauf, dass dieses Interesse durch diese Kartenanwendung an sich schon beibehalten wird sozusagen, dass die Community eigentlich diese Karte füllen möchte mit Leben, und dass wir sie so sozusagen immer wieder dazu motivieren, weiterhin Inhalte beizutragen. Das heißt, auch bei dir steht die Leidenschaft für das Thema im Vordergrund. Bei Filmleuten, Stefanie, könnte ich mir vorstellen, die brennen doch sowieso für den Film, oder? Ist das auch bei deiner Community so? Ja, Film ist ja immer, wird ja immer wahrgenommen als ein Massenmedium, was unheimlich viele erreicht. Man muss an der Stelle immer mal daran erinnern, dass das den Mainstream betrifft, das kommerzielle Kino. Es gibt eine mindestens genauso, wenn nicht viel, viel größere Filmgeschichte, die es nicht so sehr in die Kinos geschafft hat oder in die Filmgeschichte. Und dennoch aber gesehen werden will, und die Community oder das Publikum dann eben, das Kinopublikum, ist natürlich das, was die Filme überhaupt erst hervorbringt. Die entstehen, die gibt es ja nur im Moment der Rezeption, und ansonsten sind es diese schweren Filmkopien, die erstmal gar nichts weiter bedeuten müssen. Da ist Leidenschaft spielt insofern eine ganz, ganz große Rolle, wahrscheinlich bei allen, die irgendwann mal mit dem Thema angefangen haben, aber auch in dem Moment der Sichtung. Das, was wir hier machen, ein analoges Archiv zu öffnen, das ist schon sehr ungewöhnlich und steht auch nicht so in der Tradition der Arbeit von Filmarchiven, auch wenn sich jetzt alle etwas mehr öffnen. Und es wurde auch am Anfang prophezeit von Archivkollegen, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt da nicht 40 Leute reinlassen, die, ich sage es jetzt mal überspitzt, die stehlen, die machen kaputt, die verletzen Rechte. Und nichts davon ist eingetreten. Was aber eingetreten ist das Moment der Entdeckung, also sozusagen, sie haben einen Tabubereich betreten dürfen. Das hat eine unglaubliche Leidenschaft und Energie ausgelöst, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Wir haben zum Teil gezielt beispielsweise Filmwissenschaftler eingeladen, teilzunehmen, um wissenschaftliche Beiträge dabei zu haben, die wurden plötzlich zu Performern beim Abschlussprojekt, während unsere Musikerin, unsere Stummfilmpianistin eine Installation auf der Grundlage unserer Datenbank hergestellt hat. Also es hat sozusagen bei allem was ausgelöst, was sehr viel zu tun hat mit sich selbst neu erfinden dürfen. Und das muss natürlich auch zurückgreifen auf unser Institutionsverständnis. Also man kann diese Leidenschaft herstellen. Was ich aber noch faszinierender fand als die Leidenschaft der Aficionados des Films, war die Aussage von dir, unsere Community ist auch unsere Kontrollinstanz. Wie meinst du das? Ich merke so in den anderen Beiträgen, dass es da eigentlich sehr viele Parallelen gibt. Es fängt an zum Beispiel beim Korrigieren. Wir haben, wie gesagt, indem das Publikum die Filme überhaupt erst im Sehen hervorbringt, werden sie ja gleichzeitig auch zu einer Art Erinnerungsarchiv. Das heißt, die haben sehr viel Wissen gespeichert von Vorführungen. Das waren aber Vorführungen möglicherweise von anderen Filmkopien an anderen Orten. Und damit haben sie ein Wissen, was von unserem abweicht. Jede Kopie hat auch Gebrauchsspuren, es ist nicht wie die andere. Insofern kann es durchaus oder kommt es sehr häufig vor, dass etwas, was wir veröffentlichen, wir tun es ja für das Publikum, vielleicht mal nicht stimmt oder nicht alles umfasst oder wir etwas nicht wussten und das Publikum beziehungsweise auch die Nutzer des Archivs teilen uns das mit. Die fordern aber auch Dinge ein, Dinge, die wir zeigen, die wir zugänglich machen, auf die wir nicht gekommen wären. Das heißt, sie beobachten uns sehr genau. Wir haben einen öffentlichen Kulturauftrag und den nehmen wir in der Hinsicht auch sehr ernst. Insofern gestalten sie das, was wir tun, stark mit und ja. Bis jetzt hier funktioniert. Ja. Genau, weil genau dieses Kontrollieren, das ist auch eine Erfahrung, an der Geolina gut anknüpfen kann. Geolina, neben den geologischen Themen, mit denen du dich in der Wikipedia befasst, du hast ein großes Fundus an Artikeln zu Mode und Design, aber hast du mir erzählt, du bist auch ganz aktiv auf der Wiki-Projektseite Stolpersteine in Köln. Und das ist ja ein Thema, was sicherlich auch für Barbara wiederum spannend ist. Und da kommen wir nochmal in dieses Korrigieren, in die Kontrolle von Informationen rein. Magst du uns mal erzählen, was macht ihr da in diesem Wiki-Projekt Stolpersteine? Also die Wikipedia hat sich nach ziemlich langen Diskussionen entschieden, dass wir Listen von Stolpersteinen in der Wikipedia anlegen. Das wird jetzt natürlich gemacht, wer sich für eine Stadt interessiert, wer auch einen Bezug dazu hat, der schaut, dass er die Daten bekommt. In Köln ist es so, dass die Daten im NS-Doc vorgehalten werden. Und wir haben uns angeguckt, also wir hätten es jetzt blöd gefunden, einfach nur eine Liste zu übernehmen. Und Wikipedianer sind neugierig, sie möchten gerne irgendwie Referenzen setzen, sie möchten mehr erfahren, sie möchten wissen, was hinter so einem Stolperstein steckt. Und dann haben wir uns in Köln entschieden, weil also eigentlich das nur sehr nackte Listen waren, also mit Daten und Adressen, dass wir versuchen, für die über 2000 Stolpersteine, wo es möglich ist, Kurzbiografien zu recherchieren. Das ist eine unendliche Aufgabe, weil es natürlich ist, man geht in Adressbücher rein, man geht in alle möglichen Datenbanken von Yad Vashem, von den niederländischen Datenbanken rein. Man guckt sich Listen an, Transportlisten an und versucht Wege, ganz so ähnlich wie das vorhin gezeigt worden ist, nachzuvollziehen von einer Person. Und nun ist es in der Wikipedia so, wir müssen in der Wikipedia bei Personen ja auch immer mit diesem scheußlichen Wort Relevanz umgehen. Das heißt also, nicht jede Person bekommt in der Wikipedia automatisch einen Personenartikel, sodass wir gesagt haben, selbst wenn die Person vielleicht im Sinne der Wikipedia, das also ist ja ein technischer Begriff, nicht relevant ist, hat er trotzdem eine Biografie und die wollen wir dann praktisch darstellen. Das sind nur kleine Einträge und dabei haben wir eben unheimlich viele, das muss man leider auch sagen, Fehler festgestellt. Also Verlegeorte waren nicht richtig, die stimmten nicht mit bestimmten Sachen überein, die Namen waren falsch geschrieben oder auch die Todesdaten waren nicht richtig. Und wir haben uns eigentlich dann gesagt, es wäre jetzt blöd, wenn wir das recherchiert haben, wenn das Wissen irgendwie versumpft. Und dazu gibt es ja bei der Wikipedia immer die berühmte Diskussionsseiten und bei den Stolpersteinlisten in Köln ist es so, dass wir die Diskussionsseiten nutzen, um diese Fehler zu sammeln. Und dann im nächsten Jahr haben wir uns das vorgenommen, konzentriert dann mit dem NS-Doc sozusagen einen Fehlerabgleich machen. Wir können nur sagen, wir haben das und das recherchiert, das ist uns aufgefallen, hier ist unsere Referenz. Wir sind jetzt nicht die Instanz zu sagen, das ist jetzt verkehrt, aber es geht darum, also diesen Fehlerabgleich zumindest zu machen. Und da stecken also tausende Stunden drin, die man zumindest erstmal wieder aufnehmen kann und dann eben den Abgleich versucht hinzubekommen, weil wir finden eigentlich, dass die Leute, wenn die Stolpersteine schon liegen, also eben auch das Recht haben auf eine ordentliche Biografie und auf die richtigen Daten. Genau, Bauer, das ist ja vielleicht eine Möglichkeit, wie ihr mit dem Thema Kontrolle und auch Moderation, gerade bei den sensiblen Inhalten für die Topographie des jüdischen Lebens umgehen könnt. Das ist ja also wenn du sagen solltest, wie sieht unsere Community aus, du hast gesagt, es sollte auch Menschen wie du und ich sein, dieses Prinzip Diskussionsseiten zu nutzen, um dort vielleicht erstmal etwas zu sammeln, wäre das etwas, was für euch in Frage kommt, ohne dass ihr es dann gleich online präsentieren müsst? Absolut, also ich finde das hochspannend. Also bisher hatten wir die Stolpersteine über das Bundesarchiv einbinden wollen, aber es ist natürlich viel toller, wenn genau diese Daten und Fakten, die wir nur haben, die ich ja vorhin auch bei den Synagogen gezeigt habe, mit Leben gefüllt werden und dann eine Diskussion zu erlauben, weil ja diese Daten oft gar nicht ganz einfach nachgeprüft werden können, wie du gerade gesagt hast, da erstmal eine Diskussion zu erlauben und dann zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, halte ich für absolut gangbar und finde ich genau richtig. Also wir hatten auch überlegt, tatsächlich ein eigenes Forum zu launchen, in dem also unsere Community auch diskutieren kann, aber hier das Wikipedia-Forum zu nutzen, die wir ja eh schon eingebunden haben, ist natürlich auch eine wunderbare Idee. Ja, danke. Stefanie, ich könnte mir vorstellen, dass Geolinas Hörnchenphänomen, auch ein gewisses Learning irgendwie für das Filmarchiv beiwirkt. Bevor ich jetzt Geolina bitte, das Hörnchenphänomen zu erklären, wie ist denn im Augenblick so das geht um die low-hanging fruits, wie ist denn so die Resonanz irgendwie, könnt ihr euch kaum retten vor Nachfragen oder wie stimuliert ihr eigentlich, wie erreicht ihr diese diffuse, über die ganze Welt verstreute Community? Wie geht ihr damit um? Ja, wir sind ja sozusagen, einerseits handeln wir ganz lokal, also in Berlin, jetzt im Wedding, unterm Potsdamer Platz und eben auch mit dem Publikum und andererseits natürlich sind wir gerade mit unserem Archiv eben sehr international orientiert und immer schon gewesen. Und damit das, was wir jetzt erstmal gemacht haben mit dem Umzug, ist ja sehr stark an den Ort gebunden und da waren wir überwältigt davon, wie groß aber die internationale Resonanz ist, also wie das Ganze eine modellhafte Wirkung plötzlich hat, wie ein Vorschlag in die Archivlandschaft hineinwirkt, in einem Ausmaß, das wir wirklich unterschätzt haben. Also es gibt sehr, sehr viel Zuspruch, erstmal jetzt auf Seiten von E-Mails. Es kommen auch zunehmend Leute tatsächlich an den Ort, um zu sichten, allerdings sind wir da auch noch nicht so weit. Wir halten uns noch ein bisschen zurück mit der Bewerbung, weil wir einfach personell noch nicht so aufgestellt sind, dass wir alles bearbeiten könnten, was dann an Fragen kommt. Aber es wächst, das Haus ist meistens gut besucht und wie gesagt, es wird sehr viel diskutiert. Der Begriff Living Archive hat sich rumgesprochen. Genau, es geht nämlich bei dem Hörnchenphänomen um Motivation. Ja, das Hörnchenphänomen. Wikipedia hat, glaube ich, die deutsche Wikipedia hat es geschafft, jetzt alle Artikel für alle Hörnchen dieser Welt irgendwie, ich glaube im letzten Monat ist es passiert, dass wir es geschafft haben. Das haben, glaube ich, nur eine ganz kleine Gruppe, eigentlich hat es fast nur einen User gemacht, der systematisch, weil er sich für Hörnchen interessiert hat und weil es ihn dann irgendwann auch gejuckt hat. Sind nicht die Backhörnchen? Nein, ne? Also die mit dem Schwanz hinten, nee. Der hat einfach systematisch das abgearbeitet und ich glaube, wenn man irgendwie eine Schwelle überwunden hat, will man es dann auch irgendwann fertig haben. Also dann spornt man sich selber an. Der ist, also ich kenne ihn halt, ist ein Mitglied der Kölner Community und der stand dann so und sagt, was mache ich jetzt? Macht jetzt irgendwie Weißbauchratten oder irgendwie sowas. Also wir haben natürlich das Bestreben, diese Sachen vollständig zu machen. Also nein, Wissen ist nie vollständig und also gerade wenn ich meinen Bereich Geowissenschaften sehe, da sind einfach, oder auch der Modebereich, wo ich mich jetzt in den letzten 2 Jahren ein bisschen getummelt habe, da ist so viel noch zu tun. Allerdings, was jetzt für uns so ein bisschen ein Ansporn ist, den ersten Artikel in diesen 300 Sprachversionen zu schreiben, weil es in der Regel dann so ist, dass alle anderen dann deinen Artikel in die anderen Sprachversionen übersetzen und deine gemachten Fotos von einem Hut, den ich im Textilmuseum in Kromfort irgendwo bei Düsseldorf aufgenommen habe, in den Sprachversionen der ganzen Welt auftauchen. Und das ist eigentlich auch für die Museen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, so ein Aha-Effekt gewesen, weil dann auf einmal Anfragen nach Exponaten gekommen sind. Die wären ja nie auf die Idee gekommen zu fragen, ihr habt ein bestimmtes Hutmodell, wenn es nicht dort einen Wikipedia-Artikel und eine Wikipedia-Veranstaltung gegeben hätte, wo wir fotografiert haben. Das heißt, wir sind in vielen Sachen, haben wir die ersten Bilder, ersten gemeinfreien Bilder, haben wir die ersten Artikel zu dem geschrieben. Also das ist für mich momentan für mich fast noch spannender, als irgendwie den 87. Politiker aus Texas fertig zu schreiben. Aber das ist, jeder ist da anders, die Community ist völlig unterschiedlich. Einer will das vollständig machen, der eine möchte gerne alle Daten strukturieren und kategorisieren, andere wollen Fotos einbinden, die anderen nehmen sich irgendwelche Artikel vor, wo einfach keine Belege sind und schauen danach. Also das ist jeder, ich glaube, ich habe in meinem Projekt die heterogenste Community überhaupt. Also man kann auch nicht sagen, ein Wikipedianer sieht so aus und arbeitet so viel am Tag oder in der Woche oder so. Das ist also völlig, ja, also völlig individuell. Ja, das, wenn gerne. Ich kurz anschließen darf, tatsächlich eine Parallele, nämlich darin, dass das erste Sehen eines Films unheimlich viel macht. Es gibt Filme, von denen wir, und das Wir ist ja sehr offen, das kann jetzt einfach nur das Wir im Arsenal oder eine bestimmte Filmfachwelt sein, einen Film natürlich kennt und 1000-mal gesehen hat und alles drüber weiß. Aber das kann dazu führen, dass der Film irgendwo links liegen bleibt und sich keiner mehr drum kümmert. Und dann kommt jemand und sieht ihn zum ersten Mal im Archiv ganz alleine oder sieht ihn auch wieder nach vielen Jahren und plötzlich wird die Filmgeschichte zu etwas Neuem. Also so insofern ist die Archivarbeit, so wie wir sie machen, hat sehr viel zu tun mit Produktion. Das erinnert mich gerade sehr viel daran, dass sozusagen auch der älteste Film, der vergessenste Film, wird ein neuer Film im Moment dieser Zugänglichmachung und der Entdeckung für eine einzelne Person. Das ist ganz, ganz wichtig. Das finde ich ist eine schöne Überleitung letztendlich zu unserer letzten Frage, weil ich muss hier echt durchhuschen, weil die Zeit jetzt doch weggerannt ist und wir wollen ja alle pünktlich zum Kino kommen. Aber wir wollen jetzt noch mal Zeit haben, über unsere Frage zu sprechen, die Neuinterpretation von Teile und Herrsche. Und ich möchte gerne noch mal bei Stefanie jetzt gerade anschließen. Du sagtest, indem ich einen Film teile, ihn zugänglich mache, ihn zeige, habe ich die Möglichkeit, neue Perspektiven zu bekommen. Wenn du jetzt dieses Divide et Impera, ich habe hier nochmal den Machiavelli in seinem Studierzimmer irgendwie an die Wand geworfen, der hat das ja ganz anders gemeint, ne? Das war ja zynisch und fies, aber wie, wenn du jetzt dieses Divide et Impera für dich neu interpretierst, was ist das Ergebnis? Wie wirkt sich das für dich in deiner Arbeit aus? Wie wirkt sich jetzt was aus? Wenn du dir jetzt überlegst, okay, ich teile meine Inhalte und was heißt das für mich als Kontrollinstanz? Ja. Ich habe ja eine Verantwortung als Institution. Ja, zum einen haben wir natürlich schon eine Verantwortung dem Material gegenüber. Also das muss ich immer wieder sagen. Es ist nicht so, dass jetzt jeder ran kann und man kann die Filme auseinanderschneiden. Das ist, also, es wird sehr, sehr darauf geachtet und die Nutzer werden zum Teil sogar ausgebildet. Das ist wichtig. Aber dann in der Tat verselbstständigt sich eine Menge und deswegen habe ich in meiner Präsentation auch darauf hingewiesen, dass uns auch daran gelegen ist, Fachfremde, was auch immer ein Fach definiert, denn das verändert sich ja mit reinzuholen, weil es sich verändert und weil man aus dem Fach heraus, aus der Fachspezifik heraus das oft und gerne vergisst, dass sich das eigene Fach verändert. Und gerade beim Film, was ein öffentliches Medium ist, fühlen sich ja ganz viele zuständig. Also das komplette Publikum natürlich, aber auch die Kunstwelt hat vor 20 Jahren angefangen, sich den Film sehr, sehr stark nochmal neu anzueignen und häufig das auch auf eine sehr repetitive Art und Weise gemacht, also Filme entdeckt, von denen wir dachten, mein Gott, sind doch bekannt, aber die haben die dann anders gesehen. Das musste ich auch erstmal erkennen, was das für eine Qualität ist. Wir haben dann vielleicht gedacht, wir kennen den Film, aber er wird zu etwas Neuem, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Also insofern ist es schon damit verbunden, man muss offen sein, man muss bereit sein, alle Annahmen zu überdenken oder auch über Bord zu werfen. Man muss auch damit rechnen, da kommt noch eine rechtliche Seite, dass plötzlich Rechteinhaber auftauchen, die wir vielleicht, von denen wir gar nichts wissen, obwohl wir die versuchen, alle zu kontaktieren, die dann sagen, ich wusste gar nicht, dass mein Film bei euch ist. Der liegt da seit 30 Jahren. Ich bin jetzt zwar auch schon 25 Jahre dabei, aber vor 30 Jahren habe ich es vielleicht selber nicht mitbekommen, wie der Film dazu kam. Ich will den jetzt wieder haben. Und das ist natürlich ein Risiko, was man eingeht. Wo wir aber gesagt haben, das gehen wir ein, das gehört auch zu einem lebendigen Archiv, dass Dinge wieder gehen müssen. Ist gar nicht passiert. Jeder, also in keinem einzigen Fall, jeder war nur froh, dass ein Film wiedergefunden wurde und auf diese Art und Weise zum Leben erweckt wird. Aber es erfordert doch eine Risikobereitschaft. Immer, wenn man etwas öffnet, heißt das natürlich, man muss auch loslassen können. Danke, Stefanie. Das führt mich zu deiner Aussage, zu der Fragestellung, du sagtest, wir brauchen gar keine Kontrolle, denn wenn wir klare Ziele haben und gut kommunizieren, dann läuft das alles von alleine. Stimmt das so einfach? Also ist das vielleicht zu verkürzt? Es ist leicht zu verkürzt. Ich glaube nicht, dass ein Freiwilligenprojekt, ein Community-Projekt, in welcher Art auch immer, völlig ohne Regeln funktioniert. Aber die Regeln müssen und sollten in dem Fall zum Beispiel nicht von mir kommen, sondern das muss sich organisch entwickeln. Bei Wikidata haben wir eine ganze Menge von Wikipedia übernommen an Gepflogenheiten und so weiter, dass es eben zum Beispiel Administratoren gibt, die sich um bestimmte Aufgaben kümmern und so weiter. Aber ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, dass man klar kommuniziert, was man eigentlich erreichen will, was man machen will und die richtigen Rahmenbedingungen dafür schafft, dass Menschen dieses Ziel erreichen können. Und andererseits will ich diese Kontrolle gar nicht und andererseits könnte ich es, glaube ich, auch gar nicht tun. Wikidata versucht, die Welt zu modellieren im Prinzip und weder ich noch mein Team können auch nur annähernd die ganze Welt kennen und verstehen. Auf Wikidata gibt es eine große Gruppe, die sich um menschliche Gene und Mausgene kümmert und wie die zusammenhängen mit Krankheiten, welche Einflüsse die auf Medikamente haben und so weiter. Ich habe davon keine Ahnung. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, okay, bitte schlichte hier mal einen Streit zwischen diesen beiden Personen, die streiten sich jetzt gerade darum, ob diese Krankheit von diesem Gen beeinflusst wird oder nicht. Und das Learning, was ihr von Wikipedia auch mitgenommen habt, ist so ein gut strukturiertes Regelwerk. Da möchte ich an etwas anknüpfen, was du eingangs sagtest, bei der Präsentation der Topographie des jüdischen Lebens. Du sagtest eigentlich, du möchtest genau nicht so viele Regeln aufstellen, weil du das Gefühl hast, damit bremst du eigentlich Community aus. Wie kommst du zu dieser Einschätzung? Ich glaube, ich habe nicht von Regeln gesprochen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht zu viel Kontrolle ausüben. Und da möchte ich gern darauf eingehen, was Geolina eingangs sagte, nämlich diese Motivation heraus, ich ändere etwas und es ist sofort online. Und das ist bei uns die große Herausforderung, wie begegnen wir dem? Weil ich kenne das aus meiner bisherigen Berufserfahrung auch. Das ist eine der ganz großen Motivationen für Leute, die etwas beitragen. Wow, ich mache da was und es ist sofort sichtbar im Internet für jeden, für jedermann. Gleichzeitig müssen wir natürlich darauf achten, dass die Aussagen qualitativ hochwertig sind. Und da will ich aber eine gewisse Freiheit lassen, weil ich das wirklich ganz, ganz wichtig finde. Regeln in der Community sind, glaube ich, ungeheuer wichtig. Also man muss schon genau, es geht ja da auch um eine Netiquette, die wir überall auch da bei den sozialen Medien sehen. Es geht ja darum, wirklich auch einen Verhaltenskodex sozusagen der Community mitzugeben, dass ganz klar ist, das wollen wir hier und das wollen wir hier auch nicht. Und so wollen wir uns gemeinsam verhalten. Also das sollte so wirklich nicht rüberkommen. Ich würde auch gerne nochmal zu dem Risiko zurückkommen. Es braucht eine gewisse Risikobereitschaft in jedem Fall. Ich würde es gerne positiv formulieren. Unsere Erfahrung ist zum Beispiel im Museum, wir haben eine Online-Datenbank, wo wir unsere Sammlung zugänglich machen. Wir nennen das Online-Objektsuche. Und da haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, dass wir Bilder, die wir online stellen, von Menschen erkannt werden. Da wird zum Beispiel eine Synagoge erkannt und es wird uns geholfen, oh, das ist der und der Ort. Hilft wiederum den Sammlungskuratoren oder dem Archiv. Oder Menschen werden erkannt, es werden plötzlich Lebensgeschichten erzählt. Wir bekommen Kontakt zu Menschen auf der ganzen Welt, die uns plötzlich ihre Geschichte überliefern und wir können daraus wieder Ausstellungen machen. Also ich glaube, es liegt eine Riesenchance darin, Dinge frei zugänglich zu machen. Wir haben natürlich das Problem des Urheberrechts, das Problem des Copyrights. Und das ist das, wo wirklich sich in Zukunft etwas tun müssen, weil wir sonst Probleme haben werden. Gerade wir sind ja ein Museum, das viel mit Daten, also mit Fotos aus dem 20. Jahrhundert agiert. Und das sind uns momentan schon sehr die Hände gebunden. Und das macht es uns schon sehr, sehr schwierig, da wirklich eine ganz freie Regelung durchzusetzen und irgendwie dieses Portal dann auch richtig zum Leben zu erwecken. An dieser Stelle, deswegen bin ich jetzt hier so gehetzt, weil ich ja unbedingt möchte, dass ihr hier im Saal mit diskutieren könnt. Was sind denn eure Erfahrungen, Community, Institutionen, Mitarbeit von Freiwilligen in Projekten oder auch generell sozusagen das Öffnen für eine, sagen wir mal, offene Gemeinschaft von Beitragenden? Das müssen ja nicht immer Leute sein, die nicht bezahlt werden. Das können ja auch einfach größere Partnerstrukturen sein, die hier in dieses Spannungsverhältnis zwischen ich öffne, ich teile und gleichzeitig, weil wir gelernt haben, dieses Teilen ist so wichtig für die Nachhaltigkeit, gleichzeitig stoßen wir aber da womöglich an Grenzen der Kontrolle. Da einfach nochmal die Frage hier in den aus der Sicht der Bühne dunklen Raum. Bitte, wer hat dazu eine Frage oder möchte gerne etwas dazu beitragen, ergänzen? Ja, da drüben. Immer gerne mit Kontext. Hallo. Meine Kontext sitzt ungefähr auch neben mir. Also ich bin Willem Prinz, Historiker und Webentwickler, die Musealisten in Berlin und zufällig auch Nachbar von Arsenal-Film, weil wir sitzen auch in Silent Green, möchte ich nur sagen. Die Community-Formung rund um das jüdische Leben oder die jüdische Leben habe ich nur so einen kleinen Tipp, weil vor 4 Jahren oder vor 6 Jahren eigentlich schon angefangen habe ich mit einem kleines Architekturmuseum in Amsterdam, auch so eine Crowdsourcing-Plattform gegründet und unsere erste Aha-Erlebnis war, als wir ein bisschen zu spät entdeckt haben, dass es schon eine sehr gute Facebook-Gruppe gab, die schon ganz viele Bilder geteilt haben miteinander und dass wir dann so eine Woche vor der Launch dann sagen mussten, hey Leute, wir haben das gebaut, aber wir haben leider vergessen zu fragen, was ihr davon erwartet. Also das war für mich schon ein großes Lehrpunkt. Und dazu, was ich ganz spannend finde und auch gemerkt habe, was einfach ganz schwierig ist, ist die Kombination zwischen halt Leute, so ehrenamtliche Mitarbeiter, also so Volontäre, Teilnehmer von der Community, die das aus Leidenschaft machen, aber nicht immer so die Etikette oder wissenschaftliche Regeln so benutzen und das zu kombinieren mit so die Ambition, auch mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Und da gibt es schon ein Spannungsfeld, weil Wissenschaftler denken, hey, da kann jeder da was so reinschmeißen und wofür soll ich mich dann noch Mühe geben, da wirklich noch wissenschaftliche Daten also auch noch dazu zu bringen. Da bin ich schon gespannt, wie Sie das sehen oder ob Sie dafür schon einen Plan haben. Ja, das sehen wir ganz genauso. Ich glaube, da sehen wir uns genau unseren Beitrag darin, diese beiden Gruppen zusammenzuführen und das gut zu moderieren. Ich glaube, wir müssen eben den Wissenschaftlern begreiflich machen, und ich glaube, das werden wir auch, dass die persönlichen Geschichten von Laien, zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, von Nachfahren, von Exzellentinnen, mindestens genauso viel zählen wie die wissenschaftlichen Beiträge. Und dass das wirklich auf einer Ebene steht und dass man eigentlich die Leute zusammenbringen will, sodass sie wieder davon voneinander lernen können. Zu der anderen Frage, wie lautete die nochmal? Achso, der Tipp. Das ist genau das, was wir jetzt vorhaben. Wir haben jetzt eben, die Ausschreibung läuft gerade, also wir werden jetzt im nächsten Jahr erst mit der Programmierung anfangen. Barbara sagte es eingangs, wir werden erst Mai 2018 launchen und wir wollen jetzt wirklich anfangen, eine Community zu bilden oder eben erstmal zu erforschen, was gibt es überhaupt schon für Communities? Können wir mit dem Wikipedia-Leuten zusammenarbeiten? Können wir mit den Gemeinschaften der Netzwerkpartner zusammenarbeiten? Und, oder können wir eben eine neue Gruppe bilden, wo die alle sich mitbeteiligen? Also danke für den Tipp, aber wir versuchen da sozusagen schon jetzt frühzeitig gegenzusteuern. Ich kriege hier nämlich schon kleine Anzeichen, der Kaffee wird schon kalt. Von daher möchte ich jetzt einfach nochmal allen auf der Bühne die Gelegenheit geben, mein Learning, mein Tipp, meine Message für den Nachmittag. Ich fange mal mit Lydia an. Also mein Learning aus über 10 Jahren Community-Arbeit ist wirklich Vertrauen haben, gut kommunizieren, was man eigentlich tun will, und mit Leuten reden, und dann klappt das auch mit Community. Danke, Lydia, für Wikidata. Stefanie. Ich kann mich dem nur anschließen, ich hätte jetzt das Gleiche gesagt. Also vor allem auch vielleicht noch zu dem Kontrolle, also wenn man teilt, teilt man ja auch Verantwortung. Und wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass jeder und jede, die das mit uns geteilt hat, dass sich dessen auch bewusst war und diese Verantwortung übernommen hat. Wir haben es ja einfach zu tun mit Leuten, die das aus bestimmten Gründen tun, und die fühlen sich auch verantwortlich, da kann nicht viel passieren, im Gegenteil. Danke. Meine Message ist, editieren in der Wikipedia ist ganz einfach. Wir brauchen ganz viele Leute, die beitragen. Und was eigentlich auch die Erfahrung ist, jeder hat einen anderen Blick auf eine bestimmte Sache. Wir haben das jetzt an Bildern gesehen. 10 Leute gucken auf ein Bild, und auf ein historisches Bild, und einer guckt auf die Architektur, der nächste auf die Anziehsachen, der dritte auf das Auto. Und jeder kann das Bild dann so beschreiben, dass es dann eben auch bei uns ordentlich kategorisiert ist und weitergenutzt werden kann. Das heißt, auch wenn man sagt, ach, ich bin kein Wissenschaftler, hat jeder seine Stärken, und gerade so eine heterogene Community kann solche Stärken wahnsinnig gut nutzen. Ich habe noch eine Minute, ich hoffe, ich schaffe es. Nein, meine Message ist, also ich hoffe, das Portal findet auch Ihr Interesse. Wir hoffen wirklich, dass so viele wie möglich sich daran beteiligen. Vielleicht kennen Sie Leute, vielleicht wollen Sie es einfach weitererzählen, vielleicht wollen Sie es auch auf den sozialen Medien posten, dass das Jüdische Museum dieses tolle Projekt umsetzt, und wir uns wirklich freuen würden, wenn ganz, ganz viele daran teilnehmen und uns helfen, dieses Portal zum Leben zu erwecken. Ja, vielen, vielen Dank.